Und damit herzlich willkommen zurück zu Entermir bei Explorer IP. Wir sind in der City. Letzte Folge ging ja endlich mal die Hauptmission ein bisschen weiter, die Hauptstory. Und ja, wir müssen mal eben schauen. Ist doch bestimmt, irgendeiner will da wieder mit uns reden, ne? Gut, hier oben nicht. Auftrags-K-Kontrolle. Gut, links rum. Hier rum, ne? Sehe ich das richtig? Freunde, ich bin wieder da. Sind wir hier? Okay. Ah, sieh an, wer da vorbeischaut. Siehst gut aus, Superstar. Rive, geht's dir besser? Ja, in der Tat. Bestens. Was hast du so getrieben? Freelancer-Arbeit, die ganze Zeit. Und ein paar zwielichtige Geschäfte. Zwielichtige Geschäfte? Oh ja, eine tragische Geschichte von Kummer, mein glamouröser Freund. Willst du sie hören? Ja, bitte. Bin ganz Ohr. Siehst du? Deshalb mag ich dich. Du verstehst, dass man die verdammte Tür öffnen muss, wenn das Abenteuer anklopft. Das ist Kapitel 1 des Freelancer-Handbuchs. Es geht um sexy Gefahr, sexy Fehlentscheidungen und noch mehr sexy Gefahr. Sag mir, was passiert ist. Ich fand mich beim Kartenspiel mit ein paar dubiosen Regulatortypen wieder. Nicht von der guten Art. Das waren richtig fiese Knochenbrecher. Rückblickend war es wohl eher keine gute Idee. Wie bist du da reingeraten? Sie haben mich gefragt. Keine Ahnung. Was hatte ich zu verlieren? Deine Knochen? Naja, kann man nicht ändern. So arbeite ich halt, oder nicht? Sexy Gefahr. Jedenfalls habe ich irgendwie meinen Javelin als Spieleinsatz gesetzt. Du hast was? Ich war mir sicher, dass ich die Gewinnerhand hatte. Lass mich raten. Eine sexy Fehlentscheidung? Positiv. Wie sich zeigte, waren meine Karten Dreck. Mist, wie? Die Stimmung kippte. Also, hast du deinen Anzug verloren? Noch nicht. Sie haben mir eine Frist zum Abliefern gegeben. Und nun sitze ich hier und zerbreche mir den Kopf, was ich tun soll. Frag, ob sie auf einen Handel eingehen. Vielleicht akzeptieren sie was anderes als deinen Anzug. Keine Ahnung. Möglich wär's. Wir reden hier von Schmugglern. Sicher sind sie für ein Angebot offen. Ja, hast recht. Ich finde da draußen alle möglichen Wertsachen. An irgendwas werden sie schon interessiert sein. Mit Sicherheit. Sie sind auf Profit aus und den bietest du ihnen. Okay, klingt nach einem Plan. Wir sprechen uns später. Ja. So, Owen steht wieder an seinem Platz. Wem soll man jetzt hier quatschen? Okay, ein Auftrag und... Du kannst sie nicht besiegen. Du wirst sterben. Sie ist für alle Zeiten weggesperrt, Kister. Sie kann uns nichts anhaben. Nein, Arzen. Sie hatte Glück. Es gab einen Durchbruch im Sicherheitskraftfeld. Sie ist entkommen. Nein, Gestalter, seid uns allen gnädig. Sie ist überall. Sie wird alles vernichten. Ich darf dich nicht verlieren. Tut es nicht. Das wirst du nicht. Oh, küss mich, du Narr. Oh, sie haben es doch getan. Ja, kann ich mit dir jetzt reden oder eher nicht? Jetzt. Hi, da bin ich wieder. Freelancer, welch ein Zufall, Sie hier zu treffen. Wollten Sie gerade einen Witz machen, Brim? Ich versuche etwas Neues. Ich glaube, es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich sollte Ihnen wohl sagen, dass ich beeindruckt davon bin, wie Sie die Missionen angehen. Freelancer,
Wir erledigen alles. Manchmal, nach dem, was ich so höre. Sie haben mich um Hilfe gebeten und jetzt beleidigen Sie mich? Ich entschuldige mich. Sie haben recht. Okay. Ich habe Freelancer eben immer in einem bestimmten Licht gesehen. Lassen Sie mich raten. Schwer zu rekrutierende, unzuverlässige Söldner? So ähnlich. Obwohl das auf Sie bis jetzt nicht zutrifft. Wie können Sie überhaupt eine Meinung über Freelancer haben, wenn ich der Erste bin, mit dem Sie zusammenarbeiten? Aus Radiosendungen und von anderen Sentinels. Haben Sie je ein Leben als Sentinel in Erwägung gezogen? Man hat mich gefragt, aber das war nichts für mich. Wirklich? Wirklich. Sie scheinen gut zu sein in dem, was Sie tun, aber für meinen Geschmack sind das zu viele Regeln und Vorschriften. Regeln und Vorschriften halten die Welt in Ordnung. Alles hat seinen Platz. Klingt, als hätten Sie das nicht zum ersten Mal gesagt. Der Lieblingsspruch meiner Mutter. Sie war auch Sentinel. Und sie liebte Regeln. Verletzt es nicht die Vorschriften, ohne Erlaubnis mit Freelancern zu arbeiten? Die Sentinels müssen sich anpassen, sonst steht hier bald kein Fort mehr zum Beschützen. Mit anpassen meinen Sie wohl die Regeln absichtlich brechen? Reden Sie keinen Unsinn. Wir sehen uns. Möglicherweise. Hallo, Bryn. Freelancer! Hallo nochmal. Hi, wenn Sie schon da sind, wir brauchen mehr Informationen über die seltsamen Ska-Aktivitäten. Wenn Sie Zeit haben, den Sentinels zu helfen... Wird gemacht. Geben Sie mir einfach die Details, sobald Sie sie haben. Ja, alles klar. Okay. Okay. Lass mal eben schauen. Okay, jetzt will keiner mehr mit uns reden, aber... Nö. Wir können die nächste Mission machen. Sehr schön. Müssen wir mal schauen, ob wir die jetzt direkt machen oder die, die wir in der letzten Folge angenommen haben. Das entscheiden wir jetzt spontan. Was haben wir denn? Wir haben... Haben wir gerade angenommen? Machen wir die Arkanisten ruhen. Hilf Matthias und den Arkanisten beim Feldeinsatz. Okay. Dann machen wir das. Bin mal gespannt, wann wir auf die Quest aus der Demo stoßen. Da diese Mannigfalt. Wird auch bald soweit sein, oder? Ich weiß gar nicht, welches Level die war. Quest. Der blitzschnelle Interceptor ist der beweglichste Javelin. Mhm. Wenn das so ist. Es wäre wunderbar, wenn du ein altes Forschungslager von mir überprüfen könntest. Ein paar Reparaturen? Ich untersuche das. Hier. Genau. Ja,
Okay, die beschädigten Maschinen müssten hier irgendwo sein. Ich kümmere. Vorsichtig, all diese Unruhe hat die Wildtiere aufgescheucht. Der Schritt ist abgeschlossen. Wenn du diese Tiere nicht aus dem Weg räumst, können wir die Reparaturen vergessen. Ich würde sagen, wir sind fertig. Gut gemacht. Ist schon beendet. Warte, sieht aus, als hätte ich für dich in diesem Gebiet noch eine Aufgabe. Ganz in der Nähe. Ich habe noch mehr gefunden. Ruhen, meine ich. Ist das aufregend. Schon unterwegs. Nimm Matthias. Aua. Die Ruhen müssen hier irgendwo sein. Mal sehen, was hier ist. Wir haben sie. Finden wir noch eine. Aua. Geht in einem alten, verlassenen Ska-Lager vor. Wir sollten uns das besser mal ansehen. Jawohl. Verstanden. Ich sehe, was ich tun kann. Lang. Na, brauchen wir nicht. Kühl dich mal ab. Finden wir Gestalterfragmente. Sammle sie ein, bevor die Lage außer Kontrolle gerät. Alles klar. Eins. Nummer eins. Wieso? Eines wilden Brechers erregt. Eines was? Wir kommen voran. Wilde Brecher.
erledigt. Das sollte reichen. Ich werde Zeit brauchen, die heutige Mission genau zu untersuchen. Ich bin dir zutiefst dankbar. Das war's schon? Okay. Das war's schon. 3 Stunden quatschen, 2 Minuten Mission. Oh je. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt alles abgeben, machen wir noch in dieser Folge vielleicht nicht mehr, aber in der nächsten machen wir dann schnell noch die eine Mission, die wir jetzt noch haben. Level 21. Das ist halt Rüstung. Level 9. War was freigeschaltet? Tü. Blitzinschrift. Blitzschaden. Integritätsverbesserung. Wollt ihr einen Blitz habt, der nach Einschlag auf 2 Zielen in der Nähe überspringt? Bogenexplosion, aha. Wind, Wall, Rang, ja. Spezialwaffen. Gibt speziellen Lagerplatz für schwere Pistolen, Reihen, Feuerpistolen und Granatwerfer hinzu. Erfolgt den, aha. Eisexplosion. Der Vorschlaghammer. Gut. Einmal vor Tarsis, bitte. Bitte, bitte. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch hier schon einen Cut. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.